Jo Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Wir sind auf Zepho angekommen, dem Planeten der mystischen Zivilisation, die Enno Cordova studiert hat oder interessiert hat. Wir erinnern uns, in der letzten Folge haben wir auf Bogano in dem Gewölbe eine Nachricht von ihm erhalten über BD1. Und ja, Moment, ich erkläre gerade. Und der hat ein Machtholokron in diesem Gewölbe versteckt. Oder überhaupt ein Jedi-Holokron. Mit machtbegabten Kindern. Aber damit wir das, oder mit einer Liste der Namen machtbegabter Kinder, damit wir das aber öffnen können, müssen wir seinen Weg so ein bisschen beschreiten. Was das genau heißt, weiß ich auch noch nicht. Auf jeden Fall sollten wir uns die Planeten Datumir und Zepho angucken. Zepho, da sind wir jetzt. Wir quatschen nochmal einmal mit Seer. Hier drüben. Ja. Okay. Gute Arbeit auf Bogano. Je mehr Infos wir über Cordova und die Zepho sammeln, desto eher können wir das Imperium stürzen. Ich habe von alten Kulturen gehört, weiß aber nicht viel. Ich wusste nur, dass Cordova von den Zepho besessen war. Sie sagt's auch nochmal. Lehren für bedeutsam. Auch mich haben die Geheimnisse unserer Galaxis fasziniert. Du solltest aufbrechen. Hier gibt's viel zu lernen. Viel Glück. Ja, und deshalb sind wir hier. Und jetzt schauen wir mal, was uns hier erwartet. Alright. Hier ist ein bisschen windig auf der Plattform. Da ist Grease. Sehr bestimmt. Geschafft. Hoffentlich hast du nichts abgekriegt. Was glotzt du so? Mit wem redest du? Mit meinem Schiff. Der Mantis. Guter Name. Klingt gewaltig. Ach, was weißt du schon? Hast wahrscheinlich nie ein Schiff geflogen. Vielleicht bringe ich dir mal bei. Wenn du mit deinem Jedi-Zeug fertig bist, kriegst du auch einen kleinen Nachlass. Aha. Gut zu wissen. Okay, wir gucken uns erstmal hier auf der Landeplattform um. Ist ja auch schon gar nicht so klein. Hier gibt es schon einen Weg. Hier können wir auch rein. Wir gehen erstmal rechts. Erstmal rechts rum. Was gibt es hier zu sehen? Gibt es hier überhaupt was zu sehen? Oh! Ratten! Der Klonkrieger hat es wohl nicht überlebt. Daneben. Scannen wir mal. Was haben wir denn hier für Viecher? Skas? Na, auf jeden Fall ekelhaft aus. Nicht early. Ah, scannt er den Klonkrieger hier. Sturmtruppler! Cal, kannst du mich hören? Das Imperium. Sie haben Zepho. Wären sie der Mantis gefolgt, hätten sie uns schon längst umzingelt. Suchen sie etwa nach den Gräbern? Hoffentlich nicht. Unser Funk geht wieder. Ich versuche jetzt, mich bei ihnen einzuklinken. Alright. Was haben wir hier? Scout-Truppe Elektrostab. Können wir hier denn schon rein? Sie geht einfach nicht auf. Nee. Ich vermute, wir kommen hier am Ende wieder raus. Dass es so eine Art Shortcut ist oder so. Und dann gehen wir mal hier weiter. Warte nochmal blocken auf L1. Okay. Also LB auf Xbox. Ich spiele übrigens auf Xbox, falls ich das noch nicht erwähnt habe. So, noch so ein Scout. Oha! Sneaky! Aus dem Hinterhalt. Irgendwie finde ich diesen Überkopfschlag noch nicht geil, ne? Bin ich ehrlich mit euch. Da verlangsame ich die lieber. Zack, immer durchgeschnitten. Oh, servus! Na, der Sprung ist also zack. Zack, Junge. Fähigkeitenpunkt. Wunderbar. Da müssen wir gleich mal darauf achten, ob wir irgendwo meditieren können. Okay, hier geht's nicht zum Rollfeld zurück. Wir können da rüber. Und wir können hier lang. Dann gehen wir erstmal hier lang. Hier gibt's aber wieder 1000 Wege, ne?
Da geht's nicht runter, I guess. Nee. Hier geht's rein. Servus. Was haben wir denn hier? Alright, alright. Hier haben wir ein Echo der Macht. Meine Mutter hat mit diesem Stoff ihr Kind warm gehalten. Sie waren auf der Flucht. Versteckt. Alright. Dass hier gar keiner ist. Ah, hier ist eine Kiste. Mach mal auf den Aal. Und zwar hier. Hey, kannst du mehr tragen? Danke, BD. Haben wir jetzt noch mehr Stims, ne? Stimbehälter erhalten. Alright. Maximal Anzahl an Stimbehältern erhöht. Okay. Jetzt da runter, oder was? Ja, okay. Dann war es das hier schon. Cool. Da hat sich doch das Erkunden gelohnt. Okay, dann würde ich sagen, geht's hier weiter. Schauen wir mal. War Run haben wir letzte Folge gelernt. Oder als wir daran erinnert, dass wir das können. Ah, jetzt geht's hier hinter die Wand, oder was? Ja! Abkürzung freigeschaltet. Siehst du wohl. Ah, hier ist auch noch eine Chest. Guck mal an. Haben wir schöne neue... Poncho drin, schöner neuer Poncho, oder was? Also, was war drin? BD1-Skin. Blau. Zack. Können der Mantis übrigens auch einen Skin geben? Da haben wir bis jetzt nur Premium-Inhalte. Und noch nichts gefunden. Cool, jetzt BD1-Blau. Das steht immer ganz gut, oder? Okay, dann scheint es tatsächlich jetzt auch der Weg hier zu sein. Gibt es hier hinter noch was? Nee. Dann sind wir schon den richtigen Weg gelaufen, weil hier wären wir gar nicht durchgekommen. Hm. Dann schauen wir mal. Jetzt kommt aber, glaube ich, irgendwann ein Gegner. Hey, yo. Gleich vier von euch, ey. Jawohl. So. Hier können wir rein, oder was? Können wir hier rein? Nee. Geht's hier irgendwie lang? Hier können wir klettern. Noch eine Chess. Da ist hier ein Poncho drin. Heute sind wir aber im Entdeckermodus, was? Okay. Hast du was gefunden, BD1? Neuer Sender. Ah, für unser Lichtschwert. Okay, müssen wir mal dran denken. Müssen wir den ändern auf dem Schiff. Okay, dann gehen wir mal weiter geradeaus. BD kann wieder scannen. Scannst du wieder? Warnung. Dieser Bereich ist gesperrt. Imperialer Code 94364. Kein Verkauf oder Handel. Gemacht. Alright. Die Imperialen haben diesen Bereich gesperrt. Dann werden sie auch ihn bestimmt bewachen. Verlassenes Dorf. Da laufen sie auch schon rum. Jo. Hallo. Okay, okay. Putz. Aufgeschlitzt. Da unten läuft noch einer rum. Können wir den jetzt schon von oben weg sneaken? Jawohl. Zacki, Bombaki. Ups, ups. Erst die Blaster.
Zack, weg mit dir. So. Wir gehen erstmal hier lang. Kann er noch was scannen da? Das sind alles Lügen. Das Imperium wollte nur das Land. Räumungsbefehl. Alle Zivilisten haben sich umgehend. Umsiedlung einzufinden. Fehlt ja wohl ein D, liebe Star Wars-Macher. Ah ja. Plünderer werden erschossen. Nice. Okay. Hier war, glaube ich, auch ein Gegner, wenn ich mich noch richtig erinnere. Yo, servus. Ich finde das ja so geil, dass er sein Lichtschwert so rausknallt, wenn man ihn anvisiert, ne? Dieses Spiel ist allgemein so gut. Also so von Animation und so. Gefällt mir sehr gut. Ja, okay. Hier ging es im Kreis. Ich hab's ja schon mal gesagt, sind die Kleinigkeiten irgendwie, ne? Grafik, Mimik, Gestik, Laufanimation und so die kleinen Sachen. Dass du das Lichtschwert rausdingst, wenn man einen Gegner anvisiert. Ups. Ich will die ganze Zeit X zum Ausweichen drücken, weil ich momentan, weil ich jetzt Valhalla durchgespielt habe. Nochmal. Aber hier ist Ausweichen auf B. Hey. Neuer Poncho. Irgendwas Brauchbares? Neues Outfit-Material erhalten. Wächter. Okay. Wie sieht denn das ohne Poncho aus? Okay, einfach ein bisschen grauer. Wo wart ihr denn? Nach da. Okay, ich bin raus. Der fährt zu gut ab. Zieht eure Köpfe ein. Ich muss es einmal timen jetzt. Ich bin geliefert. Weggesniped. Gibt's denn hier noch irgendwas? Ach, hier kommen wir höher. Ja, wir können auch zu denen da hinten hin. Gehen wir erstmal hier rauf. Also kommen wir auch zu denen da hinten, ne? Right. Kommen wir da oben hin. Jawohl. Servus, Jungs. Schießt ihr schon? Jawohl. Noch eine Kiste. Ich warte immer noch auf meinen neuen Poncho. Gefunden, BD1? Lichtschwerthülse, okay. So, wir müssen jetzt da runter oder wir gehen doch mal hier lang. Da können wir die vielleicht von hinten attackieren oder skippen oder wie auch immer. Da können wir meditieren. Sehr geil. Wir haben einen Fähigkeitenpunkt einzusetzen. Dann gehen wir auch mal dahin. Du wirst nicht entkommen. Zack, Junge. Scan mal BD. Das sind diese Schocktruppler, ne? Scout-Truppler sind das. Waren das nicht eigentlich mal die Sniper? Vielleicht sehen die den so ähnlich. Würde ich sagen, meditieren wir erstmal hier. Ausruhen tun wir uns nicht. Wir haben noch genug Leben. So, ist jetzt die Frage, ob wir jetzt unser Mana erhöhen wollen. Bin ich eigentlich dafür. Was können wir hier? Sprint, okay. Was haben wir hier? Hier können wir besser blocken. Ja. Vielleicht gehen wir auch erstmal aufs Blocken und dann im nächsten Schritt auf die Macht, weil so viel Machtfähigkeiten setzen wir noch gar nicht ein und blocken tun wir öfter, ne? Gehen wir erstmal aufs Blocken. Gut. Jetzt haben wir hier direkt vor so einer Höhle meditiert. Gibt es da auch was zu gucken? Mit Sicherheit. Turbinenanlage. Ey, hier gibt's schon wieder 1000 Wege, ne? Ist das krass, ey. Ich sehe überhaupt nichts. Der geht natürlich mit dem Lichtschwert da oben sehr langsam.
Was haben wir denn da? Mein Freund, seit ich Bogano verlassen habe, habe ich mehr über die Sepho erfahren, als ich für möglich hielt. Aha. Hier kommen wir nicht rein. Okay. Hier geht's also noch nicht weiter, aber hier ging's noch in die andere Richtung, right? Bei der Höhle. Nämlich, hier sind wir hergekommen. Hier geht's noch lang. Oh, jetzt ist hier natürlich ein bisschen dunkel. Gut, dass BD ein bisschen leuchtet. Sehr nett. Ich glaube, da kann er hacken oder wir können da was tun. Haben wir jetzt damit die Tür dann geöffnet? Oh, wir haben Licht angemacht. Das ist natürlich auch nett. Oh, hier geht's wieder raus. Ach, die diese Ratten. Hast du Angst, Jedi? Ich pfeife mir mal eben eine Stim rein, wenn ihr da fightet. So. Zu der Frage, nein, ich habe keine Angst. Hier geht's schon weiter, ne? Schon wieder so eine Ratte. Geht's jetzt schon weiter? Okay, also wir haben den Kommandanten da jetzt noch nicht geklatscht, ne? Kommen wir denn jetzt von hier nochmal runter? Nee, ne? Okay, dann gehen wir jetzt nochmal zurück, weil ich würde den Kommandanten da gerne klatschen. Der gibt bestimmt ordentlich XP. Und jetzt in der Höhle ist es halt auch wieder hell, ne? Da ist noch eine Kiste. Haben wir die schon geöffnet? Naja, haben wir nicht. Sexy. Komm wieder her. Heute sind wir wirklich die Kistenfinder. Also, was war drin? Lichtschwertmaterial, Kupfer. Gut, dann gehen wir nochmal zurück. Der Weg ist ja jetzt auch nicht so weit. Kannst du das hacken? Ja, dein armer Scomp-Anschluss. Aber du gegen die Bockratte? Mutig. Leg einen Zahn zu, BD1. Ah, okay. Da bräuchten wir jetzt eine Machtfähigkeit. Machtschub, die können wir noch nicht. Dann kommen wir jetzt mal eben zu euch, Jungs. Weil, wie gesagt, ich glaube, der Commander, ich hoffe es zumindest, dass der ein bisschen XP gibt. Sich der Rückweg jetzt auch gelohnt hat. Servus, Freunde. Also, mega viel hat er gar nicht gebracht. Immerhin noch ein Scan. Ich seh's mir an. Scout-Truppler-Kommandeur. Na gut. Dann haben wir es jetzt hier durch. Oh, da ist noch ein Machtecho. Wohin bringst du uns? Das Imperium hat die Dorfbewohner vertrieben. Flüchtlinge verschifft in Arbeitslager und Schlimmeres. Wie kommen wir denn jetzt wieder dahin, wo wir hergekommen sind? Freunde. Muss jetzt nochmal ganz zurück. Da lang, ne? Hey, hier ging eine Tür auf.
Was haben wir denn hier? Können wir nochmal meditieren? Okay. Ah, jetzt haben wir eine Abkürzung freigeschaltet, wa? Ja, guck mal, direkt zum Anfang auch. Und hier ist noch eine Kiste. Hey. Was war da drin? Ja, neuer Poncho. Let's go. Bravo. Ja, guck mal einer an. Lagerkiste. Okay, haben wir einen kleinen Shortcut zum Anfang nochmal gefunden. Hier werde ich jetzt nochmal meditieren. Das war einmal speichern. Und dann gehen wir nochmal da ein Stück die Höhle hoch, auf jeden Fall. Ja, ich habe ja einen Fähigkeitenpunkt. Wann habe ich den denn gekriegt? Ich habe es auf jeden Fall nicht gemerkt. Dann gehen wir den jetzt nochmal aus. Für volles Mana. Mana. Ja, ist klar, Kolja. Ihr wisst, wie ich meine, ne? Für gesteigerte Macht. So. Und als nächstes holen wir uns den Sprint. Da habe ich Bock drauf. Und da ist der Machtstoß, ne? Ne, verstärkt ist verlangsamt. Alright. Okay. Aber wo haben, kriegen wir die XP von Kisten? Da muss ich mal drauf achten. Wo haben wir jetzt die XP herbekommen? Fragte ich mich. Ah, ich glaube, da kommen wir ja. Da kommen wir wieder dahin. Bäm. Boom, bäm, ba. Wie gefällt euch denn das Spiel, Leute? Habt ihr es schon gespielt? Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Falls ja, hat es euch Spaß gemacht. Falls nein, wollt ihr es nochmal spielen, wenn es der Nachfolger rauskommt? Interessiert euch die Reihe überhaupt? Interessiert es euch überhaupt nicht? So. Hier waren wir ja schon drin. Also ich muss sagen, ich habe nicht alle Filme gesehen. Ein paar. Ich kenne auch ein paar Charaktere natürlich. Bin jetzt aber in der neuesten Lore überhaupt nicht drin. Also in der alten schon nur so halb. Aber das Spiel hat ja so ein bisschen... Wie sagt man? Nicht unbedingt was mit dem Haupt, mit der Haupthandlung zu tun. Ich weiß auch gar nicht, wo es in der Haupthandlung zeitlich angesiedelt ist. Man muss natürlich wissen, dass was ein Jedi ist, was ein Imperium ist, was Sith ist, aber was Sith sind, aber das ist ja schon so ein bisschen auch Star Wars Grundwissen, ne? Ich denke, das haben die meisten. Das reicht ja im Grunde schon, um das hier zu checken, ne? Gut, Obi-Wan Kenobi kam schon vor, könnte man kennen. Also, wenn man die Filme gesehen hat, kennt man den. Aber Ahno Kordova zum Beispiel habe ich noch nie von gehört. Mag aber auch durchaus sein, dass er schon in Filmen vorkam. Wie gesagt, ich habe noch nicht alle Filme gesehen. Aber generell ist das natürlich ein nices Franchise. Servus! Aua. War ich hier gerade so am Reden? Da macht der hier Welle, ey. Wie heißt der denn, der hier Welle gemacht hat? Ich habe ihn seinem Horn abgeschnitten. Ein Fillack. Sieht aus wie ein Triceratops. Ja, Zepho ist auch ein weitläufiger Planet, ne? Jesus Christ. Neues Ziel zur Holocard. Suche nach dem Auge des Sturms. Okay, das ist unser nächstes Ziel. Oh, 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 what? What? Der hat uns da runtergeballert. Gemein. Okay, dieser Raketentuppler ist ein Problem. Der muss schnell sterben. What? Was war das bitte für ein Sprung? Alter, wir sind gleich dead, ne? Etwas Hilfe vielleicht, BD1. Ist er jetzt tot? Er ist tot, okay. Nevermind, wir haben überhaupt kein Leben mehr. Den Truppler konnten wir jetzt auch nicht scannen. Das war ein bisschen früh. Aber jetzt vielleicht. Ja. Oh.
Hey, mach leg kein Auge hier. Jawohl. Da können wir nochmal speichern gleich. Das ist gut. Da werden wir uns auch ausruhen. Jawohl. Wow. Das muss einer der Sepho sein. Wir sind auf der richtigen Spur, was? Das sieht brutal aus. Das sieht mächtig, gigantisch aus. Och, du Scheiße. Oh, Leute, da hinten ist der... da hinten ist der Speicherpunkt. Guck mal, wie viele Gegner noch zwischen uns stehen. Na gut. Nach und nach, I guess. Ja, so geht's. Ich brauche keine Hilfe, um dich zu erledigen. Schießt du auch? Ja, ist das ein Sturmtruppler-Kommandeur? Sturmtruppen-Kommandeur. Wäre schön, wenn er noch eine Stim hätte. Wo geht's denn hier hin? Abkürzung freigeschaltet. Wohin? Hier hin. Alright. Okay. Alright, okay. So. Dann gehen wir mal weiter. Jetzt wird's rutschig hier, I guess. Schießt du vorher? Ja, tust du. Sehr angenehm. Oh. Okay, das ist gut gegangen. Da ist jetzt der Speicherpunkt. Frage ist, bringt es ja eigentlich was zurückzulaufen? Okay, ich muss ganz schnell weiter. Ich muss ganz schnell weiter hier. Der ist ein Problem. Da unten sind diese Ratten, das ist auch ein Problem. Okay, wir leben noch. Oh, Jungs und Mädels. Wir haben... Ich muss sie irgendwie rausbeten. Oh, oh, das war ungünstig. Kommandeur. Du bist erledigt. Nur du und ich. Oh, Gott bless. Können wir jetzt bitte, wir haben... Kann ich bitte irgendwo meditieren? Ja, kann ich. Ja, das gucken wir uns gleich an, BD. Ich muss erstmal hier... Oh, Gott bless. Oh, Gott bless. Oh. Das war wenig Leben. Das war wenig Leben. Zack. Oh, Gott sei Dank. Das ist auch ein perfekter Endpunkt für diese Folge. Und dann werden wir uns in der nächsten Folge mal in Richtung dieses Sepho-Dingses. Jetzt sind wir schon direkt da drunter eigentlich, ne? Wenn wir uns das mal reinsneaken. Oh. Du bist zu schnell. Ja, ist ja gut. Um dich kümmern wir uns nächste Folge, würde ich sagen. So, jetzt sind die alle respawned. Logisch. Ja komm, die klären wir eben noch. Zack. Servus. Oh, reingesneakt. Ja, Freunde. In dem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein. Und macht's gut. Ciao, ciao.